Und als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist Eva-Maria Himmelbauer von der ÖVP gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, vor allem geschätzte Schülerinnen und Schüler, hier vor Ort, aber auch zu Hause vor den Bildschirmen. Bildung ist ein Thema, das uns alle bewegt und gerade hier im Hohen Haus uns auch stetig begleitet. Und es wurde schon mehrfach angesprochen, heute geht es darum, um ein Schülerparlament, das jetzt da bereits in der Praxis existiert, auch gesetzlich zu verankern. Und meines Erachtens nach geht es nicht darum, hier den Schülerinnen und Schülern oder der Schülervertretung eine Stimme zu geben. Denn diese Stimme hatten sie bis dato schon. Und sie haben sie auch genutzt, um ihre bildungspolitischen Anliegen zu vertreten und auszusprechen. Vielmehr geht es meiner Meinung nach darum, ihnen Gehör zu schenken. Auch ihre Anliegen ernst zu nehmen und das hier auch im Hohen Haus, in dem wir ihre Anliegen im Unterrichtsausschuss auch behandeln. Und meiner Meinung nach ist es auch notwendig. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass nicht immer die Schülerinnen und Schüler, die bildungspolitische Fragestellungen, die sich die Regierung widmet oder wir uns hier im Hohen Haus widmen, die Schülerinnen und Schüler auch mit einbezieht. Und deswegen ist es, glaube ich, heute auch ein gutes Anliegen, dass wir parteienübergreifend dieses Schülerparlament gesetzlich verankern. Ich darf mich in dem Zuge ganz herzlich bedanken bei den Initiatoren, bei der Schülervertretung selbst, die seit langen Jahren auch dieses Anliegen vertritt und einfordert. Und ein Danke möchte ich auch an meinen Abgeordnetenkollegen Nico Marchetti aussprechen, der von Anfang an seit seinem ersten Arbeitstag hier im Hohen Haus dieses Thema auch vorangetrieben hat und gemeinsam auch diesen Beschluss auch herbeigeführt hat. Nico, herzlichen Dank dir. Du bezeichnest dich oft selbst als der Hinterbänkler. Ich glaube, mit dem heutigen Beschluss ist es auch ein wichtiges Zeichen dafür, selbst von der letzten Reihe aus oder selbst als junger Mensch in der Politik kann man vieles bewegen. Und ich hoffe auch, dass das ein Vorbild ist für viele junge Menschen, sich politisch zu engagieren. Zum Schluss möchte ich noch einen Wunsch äußern. Heute ist schon oft das Thema politische Bildung aufgetaucht. Und in den vergangenen Jahren haben wir oft sehr viele Schrauben am Bildungssystem gedreht. Sei es jetzt in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, sei es jetzt bei der Autonomie der Schulen, sei es in der Struktur und Verwaltung des Bildungssystems. Alles wichtige Punkte, keine Frage. Jedoch müssen wir uns auch kritisch und ohne Scheuklappen mit den Inhalten in der Schule auseinandersetzen. Die Frage stellen, was muss Schule überhaupt vermitteln, damit Schülerinnen und Schüler das notwendige Rüstzeug mit auf den Weg bekommen. Und ich weiß, wir alle haben unsere Vorstellungen dazu. Die Eltern, die Schüler, die Lehrer, wir als Abgeordnete. Und ich habe sie natürlich auch. Das ist die politische Bildung unter anderem. Das ist für mich gleichermaßen aber auch das Thema wirtschaftliches Verständnis, auch lebensbegleitend, lebensnah auch zu vermitteln. Es ist für mich die digitale Kompetenz, die Medienkompetenz auch. Und es wäre auch die Berufsorientierung, die in unsere Schulen Einzug finden soll. Jedoch ist mir auch eines klar. Wir können nicht alles auf die Schulen, auf die Schülerinnen und Schüler und auf die Lehrerinnen und Lehrer überstülpen. Es muss trotzdem realistisch sein, Inhalte innerhalb eines Schultages, innerhalb eines Schuljahres umsetzen zu können. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Welche Inhalte muss Schule in Zukunft vermitteln für unsere Schülerinnen und Schüler? Und ich freue mich auch, wenn wir hier noch einiges bewegen können. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet, somit ist die Debatte geschlossen.